Kinobilder einer Flucht. Ein mehrfacher Mörder und Bankräuber verlässt mit seinem Sohn den Schauplatz eines tödlichen Familiendramas. Der Weg wird über die Alpen nach Brindisi in Süditalien führen. Dort wird eine Woche später ein weiterer Mord geschehen. Showdown eines tatsächlichen Kriminalfalles aus den 80er Jahren. Ein Fall, der ganz Deutschland erregte. Wie kann ein Mensch, ein Polizeibeamter natürlich, das ist das Besondere an der Sache, so brutal, so scheinbar brutal vorgehen, indem er im Grunde genommen 6 Menschen hinrichtet, indem er sie ins Gesicht schießt, 3 davon nur, um ein Fahrzeug zu bekommen und anschließend dann mit dem Bandenfahrt durchzubringen. Mit unheimlicher Regelmäßigkeit, immer nach dem gleichen Schema. Erst ein Mord, dann der Banküberfall. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass ein Polizist zu einem derart brutalen Verbrecher wird, dessen Brutalität ja über alles hinausragt, was man sich vielleicht so unter einem in Anführungszeichen normalen Schwerstkriminellen vorzustellen hat. Und so hat er zugeschlagen. Robert war sehr, sehr lustig und war immer mit den Kollegen, ja, sagen wir mal so, bester Freund, würde ich sagen. Der war faul. Der war stinkfaul. Und dann hat er gefehlt, wann er wollte. Strümpfelbach, ein abgelegener Ort in der schwäbischen Provinz. Hier lebte Norbert Pölke mit Frau und 3 Kindern. Videobilder, die vor 15 Jahren entstanden, kurz nachdem alles zu Ende war. Sie zeigen das Haus der Pölkes, ihr Heiligtum. Der Amateurfilm gehört zum Recherchenmaterial des Mannes, der dem Mörder und seinen Motiven nachspürte. Sehr gut zu seinen Kindern und Familienmensch, der sich außerordentlich sogar um Kinder bemüht haben soll, sie sehr geliebt haben soll. Auf der anderen Seite wird er beschrieben als relativ ruppig und stur im Umgang mit seinen Nachbarn. Also ein Mensch, der tiefe Spaltungen in seiner Persönlichkeit hat, die es ihm überhaupt ermöglichen, mit dem, was er angerichtet hat, also mit seinen Morden, mit seinen Raubüberfällen, dann in diesem häuslichen familiären Umkreis zu leben. Am Anfang eine Allerweltsgeschichte, das eigene Häusle, gediegene Einrichtung, eine wuchtige Eichenschrankwand mit Schnitzereien, ein bemalter Kachelofen, eine Küche mit modernsten Elektrogeräten, Anschaffungen, die weit über die Verhältnisse gehen. Bis zum Hals stecken die Pölkes in Schulden. Trotzdem wird an nichts gespart. Die Kinder werden mit Spielzeug überhäuft. Sie sollen es besser haben, als Pölke es selber früher hatte. Diesen sozialen Status, den er sich mit dem Bau des Hauses erarbeitet hat, den wollte er unter keinen Umständen wieder aufgeben. Er war natürlich durch den Bau des Hauses extrem hoch verschuldet. Es ist eigentlich unverständlich, dass Banken einem Polizeibeamten so viel Kredit einräumen. Er hatte, wie die Ermittlungen ergaben, für den Lebensunterhalt der Familie rund 250 Mark im Monat zur Verfügung. Blick auf das große Pölke-Anwesen. Zu den Schulden für das Haus kommen noch Schulden bei den Nachbarn. An die war die Scheune vermietet, die Pölke jetzt selber nutzen will. Er muss Abstand zahlen, insgesamt 3000 Mark, abzustottern in Raten zu 200 Mark im Monat.
Pölke verpflichtet sich schriftlich, doch das Geld fehlt und Frau Pölke muss um Aufschub bitten. Dann hat sie gesagt, ja, wir kriegen es. Und also sie hat sich nicht bockig gestellt, so wie ihr Mann das Geld kriegt von seinem Nebenjob da, was er hat. Gell. Dann kriegen wir wieder überwiesen und immer wieder ist ein bisschen etwas eingetrudelt. 1983, ich glaube viermal 200 Mark sind da gekommen von den Raten. Und dann war es aus, das war 83 und 84, dann ist ja das Mädchen so krank geworden. Das hat sie noch gesagt zu mir, dass sie ein schweres krankes Kind haben. Und ihr Mann, der da drunter leiden, arg, weil das Kind so krank ist. Gell. Die kleine Cordula ist 3 Jahre, als sie unheilbar krank wird. Teure Privatärzte kann sich die Familie nicht leisten. Ja, ich kann mich erinnern, dass er eines Tages in Dienst kam und ganz niedergeschlagen erzählt hat, dass seine Tochter wohl einen Gehirntumor hatte. Nach einiger Zeit hat er mir dann einmal erzählt, dass er bei einem Arzt war, der ihm gesagt hat, er müsste erst einmal 10.000 Mark bezahlen, dass er seine Tochter überhaupt ansieht. Wenn mehr Geld für eine Behandlung da wäre, vielleicht könnte das Kind geheilt werden. Doch das Geld fehlt. Ohnmächtig muss Pölke mit ansehen, wie seine über alles geliebte Tochter im März 1984 elend stirbt. Der Tod des Kindes wird zum Wendepunkt in seinem Leben. Aus dem Polizisten wird ein Verbrecher. Er wird noch introvertierter und noch mehr auf die Familie fixiert. Und letztendlich kommt es ja dann unmittelbar nach diesen Einschnitten, also finanzieller Kraftakt, Hausbau, Tod der Tochter, zu diesem ersten Fall, also 1984 dann im späten Frühjahr, dieser erste Mord und dieser erste Banküberfall. 3. Mai 1984. Ein Waldparkplatz in der Nähe von Marbach. Pölke lauert einem ahnungslosen Autofahrer auf. Er hat einen Banküberfall geplant. Er braucht ein Fluchtfahrzeug. In der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst wird die Tat rekonstruiert. Sein Opfer streckt er mit einem Schuss ins Gesicht kaltblütig nieder. Der Tote wird einige Stunden später von einem Spaziergänger entdeckt. Es ist ein 47-jähriger Vertreter aus Aschaffenburg, fremd in der Gegend, ein Zufallsopfer. Nur 12 Kilometer entfernt, die kleine Bank in Burgstetten-Erbstetten. Der Täter kommt kurz vor der Mittagspause mit einem Hammer. Etwa so hat sich der Überfall abgespielt. Die magere Beute, 4.800 Mark. Wie groß muss der Druck sein, damit er diesen enormen Weg zurücklegt? Denn ich glaube, so wie Pölke auch von seiner Umwelt geschildert worden ist, ist er im Grunde ein gutmütiger und harmloser Spießer gewesen. Und der Schritt von dem Spießer zum Verbrecher, zum Massenmörder, muss man in diesem Fall sagen, der ist weit. Man kann nicht von einem Schritt reden, man muss von einem langen Weg reden. Die Eltern Norbert Pölkes kommen nach dem Krieg aus Ostpreußen ins schwäbische Geisingen. Sie sind fremd hier und bleiben Fremde. Kaum Kontakte zu den Nachbarn, keine richtige Arbeit. Eine Familie im Abseits, in die Norbert Pölke 1951 hineingeboren wird. Es war auf jeden Fall so, dass also meine Eltern oder andere Eltern, die es nicht so angegangen sind, wenn man mit dem Norbert gespielt hat. Sie waren vielleicht schon so ein bisschen in die asoziale Richtung schon sind, die schon irgendwo gedrückt wurde oder waren sie auch. Also Eltern, wenn es nicht so angegangen sei. In der Schule wird Norbert Pölke als asozial abgestempelt. Er gehört nicht dazu, hat nicht viele Freunde. Verzweifelt sucht er Anerkennung und Aufmerksamkeit. Da er mit guten Noten nicht glänzen kann, will er durch Mutproben beeindrucken.
Ich sagte, ihr versucht einmal vom 3-Meter-Brett zu springen. Norbert Pelke hat sich allen anderen angeschlossen und ich sagte dann zu ihm, als er oben stand, Norbert, du kannst doch überhaupt nicht schwimmen, und sagt, das macht doch gar nichts aus, Sie sind ja da. Und dann sprang er runter und ging dann auf dem Grund 3,80 Meter tief entlang und kletterte die Leiter hoch, um dann festzustellen, oh klasse, das mache ich gleich nochmal. Die Mutproben verschaffen ihm Respekt, doch nur für kurze Zeit. Dann muss die Dosis erhöht werden. Die Heldentaten werden immer riskanter und halsbrecherischer, die Schauplätze immer spektakulärer. Der Norbert hat ja mal auf der Autobahn, also auf dem Grünstreifen von der Autobahn, hat er zeltet. Also ich hätte es nicht gemacht. Hätte er mich damals gefragt, Bernhard, wie sieht's aus, zeltest du heute Nacht mit auf der Autobahn auf dem Grünstreifen? Ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Da hätte er irgendwie ein bisschen Angst gehabt oder irgendwie Bedenken gehabt. Hätte er aber zu mir gesagt, du, ich zähle direkt neben der Autobahn, machst du mit? Dann hätte ich gesagt, ja, dann mache ich mit. Und das war irgendwie so das, wo der Unterschied vielleicht, wo er einfach immer noch ein bisschen mehr gemacht hat wie der andere. Ein paar Mal fährt Norbert Pölke mit den Eltern und seiner Schwester nach Italien zum Camping. Eine glückliche, unbeschwerte Zeit. Den ständigen Streit der Eltern und die Ablehnung seiner Mitschüler spürt er hier weniger. Doch mit dem Ende der Ferien endet auch jedes Mal Pölkes Traum von Geborgenheit und Anerkennung. Irgendwann in dieser Zeit unternimmt er einen Selbstmordversuch. Der Vater von Norbert, der hat Getränke ausgefahren, also, und plötzlich fuhr der Lastwagen und meine Eltern haben mich darauf aufmerksam gemacht, du, der Vater Pölke vorbei. Da ist irgendwas, und dann haben wir rausgeguckt und haben also gesehen, dass der Norbert auf dem Lastwagen oben gelegen ist und die Schwester. Und ein paar Tage später oder vielleicht auch zwei Wochen später oder so war der Norbert wieder da und hat uns erzählt, also er wollte sich umbringen. Und hat sich da damals die Pulsadern aufgeschnitten. In Geisingen gibt es niemanden, dem Pölke sich anvertrauen will. Er schottet sich ab, wahrt die Fassade. 1968, als seine Eltern sich scheiden lassen, verlässt Pölke mit seiner Mutter und seiner Schwester den Ort, ohne sich von irgendjemandem zu verabschieden. Die Familie war plötzlich weg. Also der hat nicht erzählt, wir ziehen jetzt weg, sondern die Familie Pölke war plötzlich nicht mehr da. Die Mutter zieht mit ihren Kindern nach Strümpfelbach, ein 600-Seelen-Nest. Sie kaufen dort ein kleines Bauernhaus. Norbert Pölke ist 17, fängt eine Lehre als Kaufmann an. Doch auch hier kommt er nicht zurecht. Norbert Pölke, der hat sich nicht an die Wahrheit gehalten, sondern der hat gelogen, so wie es ihm gerade passte. Ich habe ihm zum Schluss nicht mehr getraut, gar nichts mehr. Am Schluss, da hat er 3 Tage gefehlt. Dann haben wir die Mutter kommen lassen und haben ihr gesagt, was los ist und dass es so nicht weitergeht. Und dann ist er am nächsten Tag trotz allem nicht gekommen. Er hat getan, was er wollte. Er hat auch auf seine Mutter nicht gehört. Pölke wird entlassen. Ein Jahr lang ist er Hilfsarbeiter. Dann meldet er sich auf der Polizeischule Stuttgart an. Die Prüfung schafft er im 2. Anlauf. Er lernt eine junge Kollegin kennen. Beide sind 25, als sie heiraten. Beide berufstätig und beide Familienmenschen. Sie ziehen in eine Stuttgarter Altbauwohnung. Als das 3. Kind kommt, wird es zu eng hier. Die Familie beschließt, nach Strümpfelbach umzuziehen und auf dem Grundstück der Mutter zu bauen. Besonders Pölkes Frau stürzt sich begeistert in den Häuslebau. Sie ist beschrieben worden als eine intelligente Frau, die weiß, was sie will, die auch zänkisch hat sein können. Sie ist mir beschrieben worden auch als eine Frau, die zupackt, während man ihn zum Teil eher als ein bisschen faul geschildert hat. Dass sie zum Beispiel mit dem Vorschlaghammer, der dann später ja die bekannte Rolle gespielt hat, Fensterstürze zertrümmert hat beim Bau des Hauses.
sehr gemauert, sehr betoniert. Sie hat alles gemacht. Das war eine richtige Handwerkerfrau. Also, ich sag's, die hat verputzt alles, was am Bau vorkommt. 1982 kommt Pölke zur Hundestaffel. Er ist sympathisch und kollegial, gilt als tierlieb, lustig und zuverlässig. Ein guter Polizist. Da war er eigentlich wie jeder Kollege, der neu zur Hundeführerstaffel kommt. Er war sehr gelehrig, man konnte ihm einiges beibringen, das er auch annahm. Er hat also nicht gesagt, nee, so nicht oder so kann ich das nicht. Er hat also letztendlich das befolgt, was man ihm gesagt hat. Nach außen stimmt das Bild. Pölke ist erfolgreich im Beruf, er hat eine nette Familie und ein schönes Haus. Doch der Schuldenberg wächst und bedroht seinen Kindheitstraum vom unzerstörbaren Familienglück. Dann kam der Tod des Kindes und dann das Gefühl, ich lebe im Jetzt, jetzt muss ich mein Leben nutzen und meine Umwelt kann mir eigentlich gestohlen bleiben. Und die Regeln, die diese Umwelt aufgestellt hat, also auch die Gesetze, die gelten jetzt plötzlich nicht mehr für mich. Das ist umso problematischer als ein Polizeibeamter, der ja die Einhaltung der Gesetze überwachen soll, in eine solche Ausnahmesituation gerät, dass er sie bricht. Weihnachten 1984. Pölke möchte seiner Frau und seinen Kindern ein paar Geschenke machen. Die magere Beute vom ersten Banküberfall ist längst verbraucht, sein Konto hoffnungslos überzogen. Er entschließt sich zur nächsten Gewalttat. Wieder lauert er seinem Opfer auf einem Waldparkplatz auf. Der erste Überfall auf die kleine Bankfiliale in Kleebronn misslingt. Doch eine Woche später schlägt Pölke erneut zu. Wie er reinsprang und hat gerufen, das ist ein Überfall, und hat dann gleich mit dem Hammer, hat er dann an die Tür, hat er ein Loch reingeschlagen und hat da die Pistole reingestreckt und hat uns bedroht. Und dann hat der Filialleiter, hat dann aufgemacht, die Türe, und er ist dann gleich nach hinten gesprungen, wo der Tresor stand. Die Beute diesmal 79.000 Mark. Im Nachbarort Güglingen findet die Polizei kurz darauf das Fluchtauto. Wieder ein Banküberfall mit Vorschlaghammer, wieder ein gestohlenes Auto. Aus Sicht der Polizei der gleiche Tatablauf, der gleiche Modus operandi wie ein halbes Jahr zuvor. Also vielleicht auch wieder ein Mord? Die Vermutung der Polizei wird bald bestätigt. Ein Jogger stolpert am Waldparkplatz Ruhrtäle über die verscharrte Leiche eines Ingenieurs aus Nürnberg. Dort wurde dann diese Leiche entdeckt. Sie lag nach meiner Erinnerung etwa 10 bis 15 Meter vom Parkplatzrand entfernt im Wald. Die Leiche war mit Laub zugedeckt. In Erinnerung ist mir, dass wir in der Nähe der Leiche dann eine Menge Nägel vorfanden, die normalerweise auf einem Parkplatz sich nicht befinden. Ein Beamter der Kriminaltechnik fand dann trotzdem neben den vielen Nägeln diese Hülse, und diese Hülse war dann ganz entscheidend für die weiteren Ermittlungen. Intern ist schnell klar, das ist Polizeimunition, also ein Täter aus den eigenen Reihen. Die Tatzeiten immer zum Schichtwechsel bei der Polizei. Das verschafft wertvolle Minuten Vorsprung. Die Ortskenntnis, Morde und Banküberfälle in verschiedenen Zuständigkeitsbereichen der Polizei. Gründe genug, die Dienstwaffen sämtlicher Polizeistationen der Umgebung zu überprüfen. Also hat man sich überlegt, jetzt müsste man natürlich mal die Dienststellen ins Stationen der Umgebung zu überprüfen. Also hat man sich überlegt, jetzt müsste man natürlich mal die Dienststellen ins Auge fassen, die im Einzugsbereich des Tatortes sind. Das waren drei Polizeidirektionen, nämlich Ludwigsburg,
und Remsmoor und Heilbronn. Dann hat man den Kreis größer gezogen, hat alle Polizeidirektionen einbezogen, sodass summa summarum bis zum Herbst 1985 letztendlich 12.000 Pistolen beschossen wurden und die Vergleichsuntersuchungen beim BKA liefen. Pölke hat Glück. Die Waffen auf seiner Dienststelle sind so schnell nicht dran. Unter den Kollegen bei der Hundestaffel wird natürlich über den Hammermörder geredet, über seine Taten und den Stand der Ermittlungen. Pölke diskutiert mit. Noch wiegt er sich in Sicherheit. Wenn nur einmal im Dienst, als mal wieder gefahndet wurde, also was Neues bekannt wurde über den Hammermörder, hat er mir gegenüber verlauten lassen, dass man diesen Hammermörder nie finden würde, es sei denn, er würde sich selbst stellen. Aus. Pölke fühlt sich stark, wie früher bei seinen Mutproben. Ihn scheint es stolz zu machen, dass die Soko Hammer seinetwegen auf 90 Beamte aufgestockt wird und dass die Rasterfahndung per Computer zu nichts führt. Dann kam es zu einem Täter, zu zwei Tatverdächtigen. Es waren also teilweise widersprüchliche Hinweise und Aussagen von Zeugen. Selbst die Zeugen, die den Täter unmittelbar gesehen haben beim Banküberfall, haben teilweise widersprüchliche Angaben gemacht. Verschiedene Zeugen, unterschiedliche Beschreibungen, eine Fülle von Spuren, aber kein gefasster Täter. Der Druck auf die Polizei wächst, je mehr sich die Angst vor dem Hammermörder ausbreitet. Die Stimmung, die war nicht nur gedrückt, sie war einfach von Angst geprägt. Es war so, dass sich kein Mensch mehr alleine irgendwo auf dem Parkplatz oder in ein abgelegenes Waldgebiet oder so getraut hat. Es ging sogar so weit, dass Leute, die eben auf Feldarbeit zu verrichten hatten, die haben sich Freunde mitgenommen. Da ist also niemand mehr alleine weggegangen. Und ich kann mich gut erinnern, dass der damalige Forstamtsdirektor, der jetzt im Ruhestand lebt, eine ganz klare Dienstanweisung gegeben hat an seine Waldarbeiter. Sie dürfen also nicht mehr alleine unterwegs sein, sondern mindestens zu zweit, besser noch in einer Gruppe. Alle Waldparkplätze kann die Polizei nicht überwachen. Es fehlt an Leuten. Und es gibt noch andere Aufgaben. Es ist die Zeit der großen Demonstrationen gegen Atomkraftwerke und Aufrüstung. RAF-Terroristen sind noch aktiv. In den Jahren 1984 und 1985 war in diesem Bereich eine überschneidende Fülle von Großereignissen. Ich denke an den Bau des neuen großen Kernkraftwerks Neckarwestheim 2. Wir hatten die Zeit der Massendemonstrationen gegen die Stationierung der amerikanischen Mittelstreckenraketen P2, wobei Standorte hier Waldheide bei Heilbronn und dann der zentrale Demonstrationsort Mutlangen waren bei Schwäbisch Gmünd. Von dort aus fanden dann auch die Bewegungsfahrten statt. Die Überlastung der Polizei kommt Pölke zugute. Mit unheimlicher Regelmäßigkeit schlägt der Hammermörder zu. Wieder sind genau 7 Monate seit der letzten Bluttat vergangen. Wieder lauert der Täter im Gebüsch auf einem abgelegenen Waldparkplatz. Diesmal ist das Opfer kein Ortsfremder, der zufällig durch Schwaben reist. Es trifft einen jungen Mann aus der Nähe von Heilbronn. Es trifft einen von hier, einen Elektriker, 26 Jahre alt. Der Mörder hat die Raiffeisenbank in Spiegelberg im Visier. Doch diesmal kommt alles anders. Die Polizei hat mittlerweile die Bankangestellten der Umgebung aufgesucht und das Verhalten bei Überfällen regelrecht trainiert. Der Filialleiter sieht den Hammermörder durchs Fenster. Er warnt die Angestellten, sie verschwinden im sicheren Hinterzimmer. Innerhalb weniger Sekunden geht der Alarm los. Der Bankräuber flüchtet ohne Beute. Nur Minuten später läuft eine Ringfahndung. Pölke hat Glück. Er wird nicht erwischt.
Und da dieser Überfall nach dem bekannten Modus operandi des Hammermörders ablief, war völlig klar, dass irgendwo eine Leiche sein musste. Und diese Leiche war da noch nicht gefunden. Und das war, und dann kam allerdings die Meldung in der Pressekonferenz, es ist ein junger Mann als vermisst gemeldet. Und da war natürlich schon ein ganz gewaltiger Druck auf die Polizei. Das hat sich dann dadurch manifestiert, dass Polizei und Staatsanwaltschaft eben relativ hilflos bei der Pressekonferenz dagesessen sind und die Schultern gezuckt haben und gesagt haben, wir müssen abwarten, wir suchen, wir können im Moment nichts tun. Mehrere Hundertschaften der Polizei durchkämmen das Gelände. Zunächst vergebens. Nur durch einen Zufall ist Pölke bei dieser Suche nicht dabei. Einige Tage später finden Arbeiter während einer Pinkelpause auf dem Waldparkplatz Hägensecker die Leiche des dritten Opfers. Wieder ein kaltblütiger Mord. Wieder hinterlässt Pölke Spuren. Patronenhülsen am Tatort, im Auto Vorschlaghammer und Leukoplast, mit dem der Täter sich Bart und Fingerkuppen abgeklebt hat. Die Fahndung wird zum Wettlauf mit der Zeit. Keine Beute beim Banküberfall. Wann also schlägt der Hammermörder wieder zu? Jeden Tag neue Aktionen von Seiten der Polizei. Haus-zu-Haus-Befragung, Flugblätter, Lautsprecherdurchsagen. Ein sogenanntes Polymobil fährt mit einer Ausstellung von Ort zu Ort. Eine schier unglaubliche Mordserie verübt auf Baden-Württemberg. Schließlich die Fernsehfahndung bei Aktenzeichen XY ungelöst. In den Besitz der Autos zu kommen. Anschließend benutzte er die Fahrzeuge für Banküberfälle. Trotz dieser massiven Öffentlichkeitsarbeit kein Resultat. Was zum Beispiel wusste Pölkes Frau? Hatte sie die XY-Sendung mit dem Hinweis auf die besonderen Kennzeichen des Täters gesehen? Die merkwürdige Fußstellung und seinen Watschelgang? Wenn man sehr eng aufeinander lebt, spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit schon dafür, dass sie etwas wusste. Es sei denn, und dafür gibt es jetzt wiederum auch Anhaltspunkte, er hat eine perfekte Legende aufgebaut, die sie auch glauben musste. Er hat sich immer wieder zurückgezogen und er hat es immer wieder gerechtfertigt damit, dass er Pelztransporte begleitet als privater Sicherheitsmann. Damit konnte er auch seiner Umwelt gegenüber wie auch gegenüber seiner Frau rechtfertigen, wo plötzlich das Geld herkam. Das macht dann auch zumindest erklärbar, dass sie nicht Komplizin war. Ausschließen kann ich es nicht. Mitwisserin? Komplizin? Wohl kaum, auch wenn manche Zeugen eine zweite vermummte Person gesehen haben wollen. Endlich eine Erfolgsmeldung. Auf einem Rastplatz wird die Verpackung einer Polizeiwaffe gefunden. Sie gehört einem flüchtigen Polizisten. Die Fahndung läuft, aber noch vor der Verhaftung wird voreilig die Presse informiert. Sie veröffentlicht Foto und Namen des Gesuchten und macht ihn zum Hammermörder. Die Festnahme erfolgte, die Überprüfung ergaben, letztendlich erscheidet als Täter aus. Das war natürlich für die Beamten auch eine schwierige Situation, einen eigenen Kollegen an den Pranger gestellt zu haben, jetzt erkennen zu müssen, es war der Falsche. Jetzt wissen es alle. Die Soko Hammer sucht einen Polizisten. Wenn plötzlich klar wird in der Öffentlichkeit unter Umständen, ein Mörder, ein Bankräuber tritt in Uniform womöglich auf an Tatorten, erschießt ahnungslose Pkw-Fahrer, dann ist es natürlich eine Situation, die im Grunde genommen ein halbes Horrorszenario darstellt. Es sind Polizisten durchaus misstrauisch angeschaut worden in der Zeit. Also man hat eigentlich hinter jedem Polizisten, wenn man rumgekörpert hat, man könnte es der sein, wenn es nicht gerade die war. Also man hat eigentlich hinter jedem Polizisten, wenn man rumgekörpert hat, man könnte es der sein, wenn es nicht gerade die waren, die man sehr gut gekannt hat. Ne? Aber ein Polizist in Uniform, vor allem wenn er alleine gewesen
wäre oder war, der hatte zu jenem Zeitpunkt denkbar schlechte Karten. Sommer 1985. Noch gilt Pölke als geachtetes Mitglied der Dorfgemeinschaft. Nur hinter vorgehaltener Hand wird getuschelt. Ein Eigenbrötler. Wieder mal Streit mit einem Nachbarn. Wieder mal geht es um Geld, um 10.000 Mark Reparaturkosten für die Scheune. Ich glaube, in einem offenen sozialen Milieu, wo jeder jeden kennt, wo auch viel abgefedert und aufgefangen wird an Problemen, wäre eine solche Situation schwerer nachvollziehbar als in dieser schwäbischen Banlieue, in ihrer Dumpfheit, in ihrer Geprägtheit, auch von dem äußeren Schein. Wer da ausbricht, stellt sich namentlich in einem so kleinen Dorf sofort an den Rand der Gesellschaft. Dann unterlaufen natürlich auch solche Probleme, dass man Fassaden aufrechterhalten muss und dadurch unter einen so unglaublichen Druck kommt, dass der nicht anders als durch eine bestialische Gewalttat zu sprengen ist. Pölke schlägt zum vierten Mal zu, ganz anders als sonst. Er wird in Rosenberg beobachtet. Meine Tochter war noch mit dem Fahrrad unterwegs und meine Mutter stand hier am Fenster und hat auf sie gewartet. Dann lief ein Fremder vorbei und meine Mutter hat mir gerufen, ob ich den kennen würde. Und ich habe dann rausgeschaut und ihn nachgeschaut, bis ich ihn nicht mehr gesehen habe und habe gesagt, nee, der ist nicht vom Ort. Aufgefallen ist mir halt sein Gang, vielleicht weil ich als Krankenschwester ein bisschen mehr beobachte, und seine buschigen Augenbrauen. Keine Verkleidung, kein Vorschlaghammer, kein Fluchtauto. Seelenruhig betritt Pölke um die Mittagszeit die Bankfiliale. Ich saß an meinem Schreibtisch mit Blick zur Türe, sah einen Mann reinkommen, fremder Mann, recht bleich im Gesicht, ging ein paar Schritte auf die Kassebox zu, hat dann angefangen, sich zu maskieren, eine Pistole rausgeholt und gesagt, dass es ein Überfall ist. Er hat einen Kunde, der bereits dort war, bedroht mit der Waffe. Und er hat gesagt, wir sollen das Geld rausgeben, dann passiert nichts. Und er fragte mich nach den Autoschlüsseln. Und ich sagte ihm, dass der Schlüssel stecken würde. Er verließ dann kurze Zeit später die Bank und fuhr mit meinem Auto davon. Er fuhr in diese Richtung, Richtung Jagdzahl. Beute diesmal rund 11.000 Mark. Diese Arbeitsweise entsprach natürlich nicht mehr dem Modus operandi unseres Hammermörders. Und die Sonderkommission Hammer hat ihn deshalb auch als Täter ausgeschieden. Der Beamte des Landeskriminalamtes hat dann ein vorzügliches Phantombild gefertigt. Und dieses stellte sich später heraus, es war fast identisch mit dem Passbild des Herrn Pölke. Aber niemand sieht damals eine Verbindung zwischen dem Überfall in Rosenberg und den Bluttaten des Hammermörders. Die SOKO verfolgt insgesamt 4.482 Spuren. Seit dem Sommer häufen sich die Pannen. Beispiel Ringfahndung. An dieser Kreuzung in Oberstenfeld gerät Pölke nach dem missglückten Banküberfall in eine Autokontrolle. Er lügt, ich war im Schwimmbad. Niemand überprüft das. Während einer Terroristenfahndung öffnet die Polizei Schließfächer im Bahnhof Ludwigsburg. Sie findet Teile einer Polizeiuniform, die Verpackung einer Sturmhaube und einen Brief an Pölke. Die SOKO Hammer wird informiert. Am gleichen Abend stehen Beamte in Strümpfelbach vor der Tür. Pölke ist nicht da. Er vergnügt sich auf dem Cannstatter Wasen. Am Vormittag der geglückte Banküberfall in Rosenberg, jetzt eine feuchtfröhliche Runde mit den Kollegen. Wir waren auf dem Volksfest und zwar mit der ganzen Schicht. Und ich muss sagen, es war ein recht lustiger, netter Abend. Und auch, was dem Norbert zu verdanken war, weil er immer was auf Lager hatte, worüber man lachen musste. Ich kann mich noch erinnern, dass wir nach diesem Volksfest, da hat er mir gesagt, er würde mit mir gerne noch nach dem Volksfest irgendwo in Ruhe ein Bier trinken, und zwar nur mit mir. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, denke ich, hätte er mir vielleicht irgendwas erzählen wollen. Also
natürlich jetzt im Nachhinein. Und es kam aber dann weiter nicht dazu, weil er eingeschlafen ist am Tisch. Noch in der Nacht wird Pölke abgeholt. Man bringt ihn zur Vernehmung in den Forsthof, den Sitz der Soko. Er hat zum letzten Mal Glück. Es gelingt ihm, sich rauszureden. Der Beamte wurde vernommen und hat dann versucht, das plausibel darzustellen, warum er diese Gegenstände ins Schließfach eingebracht hatte. Hat erklärt, dass er nach dem Nachtdienst mit seiner Familie nach Norddeutschland gefahren sei und die Uniformteile nicht mitnehmen wollte zum Geburtstag seiner Schwiegereltern. Er wurde dann aufgefordert, seine Vergleichsfingerabdrücke abzugeben. Es wurde weiterhin aufgefordert zu einer Blutentnahme im Krankenhaus. Und er wurde befragt über sein Alibi zu den Tatzeiten. Zur Blutprobe ist er nicht gegangen. Sie hätte ihn entlarvt, weil er sich beim ersten Bankraub an Glassplittern verletzt hatte. Seine Waffe ist bereits beschossen. Noch liegt kein Ergebnis vor. Die falschen Alibis werden nur halbherzig überprüft. Im Ergebnis begnügte man sich mit seinen Aussagen und seinen zu diesem Zeitpunkt plausiblen Erklärungen. Das war, wie sich später herausstellte, ein verhängnisvoller Fehler. Es war eine Fehleinschätzung der Beamten, die diese Ermittlungen in diesem Abschnitt führten. Ab da hat er sich krank gemeldet. Und im Laufe dieser Tage hat er dann noch einmal angerufen. Seine Verletzung sei jetzt bald soweit abgeklungen, dass er demnächst anfangen würde. Ich glaube, schon am Freitag oder Donnerstag hat er angerufen und gesagt, dass er am Montag wieder anfangen würde im Dienst. Das war in den ersten Oktobertagen. Pölke ist nie wieder zum Dienst erschienen. Er spürt, die Falle schnappt bald zu. In seinem Dorf kursieren wieder Gerüchte. Erst 14 Tage oder drei Wochen vorher, bevor er entdeckt worden ist, hat es geheißen, es wird doch nicht unser Pölke sein, der humpelt auch, gell? Und ist auch Polizist, aber dann hat es geheißen, wird neu, unmöglich, gell? Ganz gewiss nicht. Montag, 21. Oktober 85. Für Strümpfelbach ein Tag wie jeder andere. Nur, dass man die Familie Pölke seit einer Woche nicht gesehen hat. Pölke selbst wird von seiner Mutter als vermisst gemeldet. Mehrere Beamte der Soko Hammer fahren nach Strümpfelbach. Die Haustür wird aufgebrochen. Daraufhin sind wir in das Haus gegangen, der Familie Pölke. Und da fiel mir vor allem der starke Verwesungsgeruch auf. Die Leiche lag in einem WC mit Dusche und war mit einer Decke eingewickelt. Und die Leiche wies, wie ich sah, einen Kopfschuss auf. Und wir waren uns einig, dass Frau Pölke auf der Couch erschossen worden ist. Daraufhin sind wir dann nach oben gegangen in das Obergeschoss und im einem Kinderzimmer lag die Leiche des Kindes Adrian. Das wies ebenfalls einen Kopfschuss auf. Das heißt, der Vater hatte das Kind in das Gesicht geschossen und Teile des Gehirns lagen dann auf der Decke und das Kind war mit einem Schlafanzug bekleidet. Es war ein ganz schlimmer Eindruck, den wir da bekamen. Als die Polizei die Verbrechen entdeckt, ist der Mörder mit seinem jüngsten noch lebenden Sohn bereits den siebten Tag auf der Flucht. Rekonstruktion. Hals über Kopf hatte Pölke nach der Tat mit dem Vierjährigen das Haus verlassen. Ohne Gepäck, ohne das Geld aus dem letzten Banküberfall. Seine beiden Polizeihunde hatte er laufen lassen. Sie sind nie wieder aufgetaucht. Zwei Tage nach der Tat überquert Pölkes Auto den Brenner. Danach geht es kreuz und quer Richtung Süden. Sechs Tage später wird das Auto gesehen. Im süditalienischen Torre Canne,
in der Nähe von Brindisi. Italien war für ihn so die heile Welt. Da war er gerne mit seiner Mutter, mit seiner Schwester. Und irgendwie hat man den Eindruck, diese drei Italienaufenthalte in seiner Jugend, das war eine sehr schöne, unbeschwerte Zeit. Aber da das nun mal so unerklärlich ist, ist es für mich ein Hinweis, dass vielleicht diese Sehnsucht nach Italien einfach noch in diesem letzten Schritt mit drin war, dass er mit seinem jüngsten Sohn ganz am Ende nochmal nach Italien fährt. Es scheint, als wollte Pölke seinem Sohn noch ein paar glückliche Tage schenken. Tage, wie er sie einst selbst als Kind in Italien erlebt hat. Sie besuchen einen Safari-Zoo. Er kauft einen riesigen Plüschlöwen und lässt sich mit seinem Sohn wie zum Abschied noch einmal fotografieren. Sein Lächeln ist müde geworden. Am Montag, den 21. Oktober, werden die beiden in Zaveletri zum letzten Mal beobachtet. Etwa um 2:30 ist mir ein Mann mit seinem blonden Kind aufgefallen. Sie sind Hand in Hand nach Torre Canne gelaufen. Nach etwa einer Viertelstunde sind sie zurückgekommen, dann Richtung Zaveletri. Es hat geregnet, aber sie hatten keinen Schirm, nicht mal eine Mütze. Sie sind so ziellos umhergelaufen. Am Abend sind sie zu uns zum Essen gekommen. Dieser Mann sah sehr ernst aus, als ob er schwere Gedanken hätte. Besonders gut kann ich mich an eine Szene erinnern. Nach dem Essen kam der Kleine zur Eistheke, hat sich ein Eis ausgesucht und fragte den Vater, ob er das Eis bekommt. Wie der Vater ja sagte, war das Kind so zufrieden und umarmte ihn ganz herzlich und vertrauensvoll. Ja, so war das. Der Gastwirt hat die beiden als letzter lebend gesehen. Am nächsten Tag fährt Pölke in Torre Canne an den Strand. Der Wagen bleibt stecken. Die Räder drehen durch, dann geht die Kupplung kaputt. Oktober, 2 Uhr nachmittags. Pölkes letzte Reise hat ihr blutiges Ende gefunden. Hinten im Kofferraum der riesige Plüschlöwe aus dem Safari-Zoo. Pölke vorne rechts. Die Pistole in der linken Hand, so als hätte er mit den Daumen abgedrückt. Sein 4-jähriger Sohn Gabriel auf dem Rücksitz, mitten ins Gesicht geschossen. Danach richtet Pölke sich selbst. Die Bilanz des Hammermörders, 4 Banküberfälle, 7 Tote, die ganze Familie ausgelöscht.